Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr hattet euch die Anleitung zu meinem Blusenshirt Happy Me gewünscht und der Ausschnitt sieht immer ein bisschen tricky aus, ist er aber gar nicht. Und das lässt sich doch im Video noch ein bisschen besser erklären und deshalb werde ich da heute auch noch mal ganz besonders drauf eingehen. Der Rest ist dann, glaube ich, relativ selbsterklärend. Also viel Spaß dabei! Die Happy Me ist ein Blusenshirt in den Größen 34 bis 48. Es ist für Webware gedacht. Ich habe sie aber auch schon aus Jersey oder aus leichtem Strick genäht. Dann hast du im Schnitt zwei verschiedene Ausschnitttiefen dabei und zwei Ärmelvarianten. Also einmal einen langen, den kannst du kürzen, wie du möchtest, und einen kurzen Flügelärmel. Und das Ganze gibt es natürlich als E-Book und Papierschnittmuster. Los geht's mit der Vorbereitung. Und da ist es wirklich so, dass ich den Stoff immer vorbügel. Und ja, dann hast du einfach den Stoff glatt zum Zuschneiden, was natürlich perfekt ist. Und wenn er dann verarbeitet wird, hast du auch nicht irgendeinen zerknitterten Ärmel oder ne, das Vorderteil, was dann hinterher gebügelt werden muss. Und hier siehst du auch schon, warum ich diese Atelier Brunette-Stoffe so liebe. Ja, da muss nur einmal das Bügeleisen rüber und zack, ist das Ding glatt. Also das ist jetzt hier kein hochkarätiges Bügeleisen, sondern was ganz Einfaches. Und die sind wirklich wunderbar. Die tragen sich auch toll, ne? Also bügeln würde ich dir auf jeden Fall empfehlen vorher. Weiter geht's mit dem Zuschnitt. Und das ist hier das Vorderteil. Und hier ist es so, also du kannst natürlich das ganze Shirt normal mit deiner Nahtzugabe zuschneiden. An dem Ausschnitt und an den Belegteilen würde ich dir aber empfehlen, eine etwas größere Nahtzugabe zu nehmen. Also nicht den Zentimeter oder die 0,7, je nachdem, womit du nähst, sondern gerne 1,5 oder 2 cm. Denn das wird nachher so ein bisschen der Knackpunkt am Anfang, ne, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat. Und dann ist es schön, wenn man ein bisschen Puffer hat. Also genau die Ecke da bitte mit ein bisschen mehr Nahtzugabe zuschneiden. Die Blenden am Vorderteil und der Beleg für das Rückenteil, die werden mit Einlage verstärkt. Ich habe hier so eine ganz leichte Einlage, ein H200 genommen. Und hier ist auch schon was, was ich so ein bisschen anders mache in dem Fall. Ich gucke mir quasi raus, wie viel Einlage ich brauche. Und dann bügele ich die Einlage zuerst auf den Stoff auf. Und ich packe immer zwischen Stoff und Bügeleinlage und Bügeleisen noch einmal Backpapier drüber. Zum einen schont das so ein bisschen den Stoff vor der Hitze. Und ja, ich meine, es ist dem Besten ja schon passiert, ne, dass man die Einlage dann irgendwie doch falsch rum raufpackt. Und dann habe ich das nachher am Bügeleisen kleben. Das muss auch nicht sein. Also dieses Backpapier, das nehme ich echt immer ganz gerne, weil es einfach ein Schutz für den Stoff nochmal ist. Und schön drüber gleitet. Ja. Und einfach dann richtig gut sitzt. Ne? Wenn das Ganze aufgebügelt ist, dann muss es auch auf jeden Fall kurz liegen bleiben und abkühlen, dass die Einlage eben schön auskühlen kann, der Kleber wieder fest wird und sie sich dann nicht vom Stoff wieder löst. Wenn die Einlage dann sitzt und abgekühlt ist, dann schneide ich alle nötigen Schnittteile aus. Und hier bitte auch gerne wieder an den Stellen, wo zum Beispiel hier die Blende vorne an das Vorderteil genäht wird, gerne wieder ein bisschen mehr Nahtzugabe nehmen, denn das ist nachher beim Annähen an das Vorderteil einfacher. Und du siehst ja auch noch einen Vorteil, der durch die aufgebügelte Einlage jetzt schon da ist. Der Stoff ist einfach ein bisschen fester und stabiler und lässt sich halt deutlich besser ausschneiden und das zippelt nicht so. Das ist ja bei dem leichten Stoff immer beim Schneiden so ein bisschen ein Problem, ne? Ja, genau. Ja, wenn du dann alles zugeschnitten hast, dann wird es zusammengenäht. Als allererstes einmal dann den Beleg hier ordentlich versäubern außenrum und die vier Schnittteile für die Blende vorn auch. Und nun nähst du
Da rechts auf rechts zwei Blendenteile zusammen, ein verstärktes und ein unverstärktes. Und jetzt muss das Ganze gewendet werden. Und ich mache das immer so, dass ich erstmal in eine Richtung bügel. Dann ist nämlich die Nahtzugabe schon in einer Richtung befestigt. Und jetzt klappe ich dann alles rum und bügel die Falz dann nochmal richtig aus. Und dann ist das nämlich auch eine richtig schöne Kante und sieht richtig toll aus. So, wenn du möchtest, kannst du nun noch die Kante, die quasi zum Ausschnitt hin zeigt, nochmal absteppen. Ich nehme da wieder den Blindstichfuß, dann ist das alles schön gleichmäßig und auch schön befestigt. So, das war die Vorarbeit und jetzt geht es endlich ans Zusammensetzen. Also das hier ist das Vorderteil und ich habe das Ganze außenrum einmal komplett versäubert mit der Overlock. Und nun wird die Blende angenäht oder beide Blenden vom Vorderteil. Ich mache es immer so, dass die verstärkte Seite der Blende nachher innen ist. Also müsstest du die Teile jetzt so rauflegen, dass die unverstärkte Seite oben drauf ist. Und dann wird das Ganze dort angenäht. Achte drauf, dass unten die Nahtzugabe drüber guckt. Ne? Das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, ich mache es immer so, dass die verstärkte Seite jetzt in der Position oben liegt. Dann hast du zwar den Halt nachher, wenn alles zusammengenäht ist, aber es sieht oben einfach ein bisschen lockerer aus. Ne? Hier bitte auf jeden Fall das Ganze fixieren und feststecken, denn ja, je weicher und zarter der Stoff ist, desto mehr ist das natürlich auch so flutschig dann und kann wegrutschen. Ne? Dafür fällt es nachher richtig schön. So, die Blenden sind jetzt angenäht. Das Ganze sieht schon richtig gut aus. So. Und genau, jetzt müssen die Blenden nach oben geklappt werden. Das funktioniert jetzt nur, wenn du dort unten die Ecke einschneidest. Da siehst du das, ne? Da muss die Ecke eingeschnitten werden und zwar bis zur Naht. Aber bitte natürlich nicht die Naht treffen, sondern eben bis ran an die Naht und dann bitte aufhören. Genau. Und wenn du dann die beiden Blendenteile nach oben klappst, dann siehst du schon, wie sich der Ausschnitt schön legt. Und jetzt müsste der Zuppel da unten noch auf die Innenseite des Vorderteils. Genau, also hier nochmal, ne? Der eine umgeklappte Beleg, der zweite umgeklappte Beleg. Genau, so dass man es ein bisschen besser sieht. Und dann legst du unten alle drei Lagen, also den Rest vom Vorderteil und die zwei Belege da übereinander schön platzieren und wieder feststecken. Und je flutschiger das Material ist, desto fummeliger und schwieriger ist das jetzt an der Stelle da auch. Aber das ist jetzt wirklich ein Punkt, da musst du aufpassen, dass alles gut übereinander liegt, dass du alle Lagen auch wirklich triffst. Und das wird nämlich nachher dann da unten gerade zusammengenäht und dann ist eben der Ausschnitt fertig. Ne? Hier ist es wirklich so, lieber zweimal, dreimal gucken, nochmal ziehen und alles gut positionieren. Und dann eben auch alle Lagen vor dem Zusammennähen gut zusammenstecken. Ich nehme wieder meine Clips dazu. Und erstmal habe ich es mir da oben fixiert. Dann stimmt die Richtung schon mal. Und nun fixiere ich unten eben den Rest vom Vorderteil, den Zippel und die zwei Belege, nicht Blenden. Die zwei Blenden vom Vorderteil übereinander. Und
Dann wird das Ganze umgedreht und hier dort eben einmal horizontal mit einem Geradstich alles zusammengenäht. Und das kannst du jetzt auch nochmal prüfen. Also ich nehme jetzt auch mir hier wieder Wunderclips. Klippe erst immer alles fest, als wenn ich es eben zusammengenäht habe, und drehe mir dann wieder alles auf die rechte Seite und gucke, wie es aussieht und ob das schon so alles ist, wie es sein soll, ob die Blenden dann schön fallen oder ob sie ein bisschen verschoben sind. Und wenn das alles passt, dann nähe ich es an dieser Stelle zusammen. Wenn alles zusammengenäht ist, sieht das dann so aus. Und ja, du hast gerade gesehen, so richtig gerade ist die Nahtzugabe bei mir da auch nicht, denn ich musste ein bisschen nachjustieren. Da hat sich dann einfach der Stoff nochmal ein bisschen ausgedehnt beim Bügeln. Ja, ist halt so, ne? Kein Thema, mach dir da keinen Kopf. Wichtig ist, dass es, wenn es jetzt umgedreht ist, eben gut aussieht. Und du kannst ja nachher nochmal zurückschneiden. Und was ich immer gern mache, damit es jetzt auch richtig ordentlich und sauber aussieht und damit die Nahtzugaben befestigt sind, ich steppe jetzt hier einmal nochmal ab und nehme da wieder den Blindstichfuß. Jetzt ist das Rückenteil dran und wir legen die Falten da rein. Ich habe 4 Falten vorgesehen, die werden zur Mitte hin gelegt. Du kannst das Ganze aber auch einfach raffen am Rückenteil oder du machst nur 2 Falten rein. Also es ist wirklich ganz egal. Wichtig ist, dass nachher der Bereich oben so weit ist, dass der Beleg eben dran passt. Und solange der Beleg jetzt da ranpasst und alles aufeinander passt, kannst du das Rückteil da machen, wie du möchtest. Und ich fange immer auch an, dass ich die Falten reinlege, packe mir dann den Beleg drauf, gucke eben, ob die Größe stimmt und dann justiere ich mit den Falten nochmal ein bisschen nach. Denn das ist auch von Stoff zu Stoff immer manchmal so ein bisschen frickelig und ja, ein bisschen schwieriger. Und dann wird alles oben zusammengenäht. Das nächste ist dann, dass du Vorderteil und Rückenteil zusammennähst. Und das ist jetzt hier oben die, ja, die Schulternaht. Und da hat das Vorderteil ja auch pro Seite 2 Falten. Auch die justiere ich quasi wieder vor, hefte sie mir mit diesen Wunderclips und lege dann mein Rückenteil drauf. Und dann weiß ich eben auch, wie groß die Falten sein müssen oder die eine Falte oder die Raffung und nähe dann alles zusammen. Genau. Und zusammengenäht wird das Ganze an der Nähmaschine. Du hast ja alle Teile versäubert und jetzt siehst du hier Vorderteil und Rückenteil, die müssen eben da ganz sauber aufeinander liegen und dann nähe ich das mit der Nähmaschine an der Stelle zusammen. Und du hast sogar jetzt hier an der Stelle nochmal die Möglichkeit, wenn das von der Breite nicht passt, könntest du jetzt hier auch nochmal ein bisschen nachjustieren mit der Länge, ne? Also, dass die Falte nochmal ein bisschen mehr reinlegst. Ja, also da gibt es viel Spielraum, das brauchst du gar keine Angst haben. und wenn das Ganze dann fertig ist und du vorne sauber an der, am Ausschnitt genäht hast, dann sieht das Ganze nämlich richtig toll aus. Du hast ja beides mit dem Blindstichfuß gleichmäßig abgesteppt und ja, das ist dann eine richtig schöne Optik. Was jetzt noch stören könnte, ist vielleicht die Nahtzugabe innen. Und auch wirklich je nach Bluse mache ich es so, dass ich die dann jetzt in Richtung Rückenteil klappe und einfach nochmal mit dem Blindstichfuß in der Kante absteppe und schön sichere und dann, ja, ist die auch befestigt und alles sieht gut aus. Und zwar sieht das Ganze so aus. Also richtig schön und sauber. Du siehst jetzt hier auch nochmal, wie das Ganze oben abgesteppt ist da. Ja, und dann ist das nämlich ein richtig schöner Ausschnitt. Thank you.
Und jetzt geht es ganz einfach weiter. Das spule ich jetzt mal ein bisschen vor. Also jetzt werden die Ärmel eingenäht. Und dann werden Vorderteil und Rückteil rechts auf rechts gelegt und die Seiten zusammengenäht. Ich habe mich jetzt hier bei dem Ärmel für den langen Ärmel entschieden und habe den gekürzt, dass er nachher so auf Ellenbogen Höhe sitzt. Und genau, also quasi, ja, der muss auch gebügelt werden nochmal, ne? Das Schnittteil aufgelegt. Unten werde ich mir ein Gummi einziehen, also auf Ellenbogen, ne? Die Ellenbogenlinie ist da. Und das Ganze habe ich jetzt so weit verlängert unten, dass ich das dann eben einmal nach innen umschlagen kann zum Schluss und einen Gummi einziehen kann, einen breiten. Und dann stockt das so ein bisschen hoch, sitzt über dem Ellenbogen und der Ärmel kriegt einen schönen Fall. Ja, also nur mal so als Bemerkung. Genau, also Ärmel einnähen und Seiten zusammennähen. Und dann sieht das Ganze jetzt schon schön nach Bluse aus. Den unteren Rand habe ich jetzt auch einfach nach innen geklappt und festgenäht. Und wenn du das Ganze mit der Overlock nähst und so ein bisschen das Differential hochdrehst, dann kriegt das auch eine schöne Rundung unten und du kannst das ganz einfach nach innen klappen. Ansonsten kannst du auch Schrägband nehmen oder irgendwas anderes, ne? Genau, und jetzt wird der Ärmel einmal in der Breite des Gummis, so wie ich es mir eben ausgemessen habe, nach innen umgeklappt und dann der Gummi eingenäht. Also ganz simpel, ne? Wieder, ich kann ja noch mal die Frieda verlinken, so wie es quasi auch am Rockbund gemacht wird. ja, so sieht das Ganze dann aus. Ich finde das sehr schön und jetzt sieht man hier auch noch mal, wie toll und leicht der Stoff auch fällt, ne? Da oben ist das kleine Gummibund drin, also auch ganz super. Ja, und der Ausschnitt ist ja eh ein Traum. Und der hat zwei Tiefen dabei, der Schnitt, sodass man es einmal ganz normal tragen kann und eben einmal auch mit tieferem Ausschnitt, wenn man im Winter irgendwie nochmal ein Shirt oder ach, ja, irgendwie was Schönes, Nettes drunter hat, so ein Spitzentop oder so, was dann rausgucken kann. Ja, das war's auch schon. Also, wenn es gefallen hat, bitte Daumen hoch. Gerne auch ein Abo dalassen und natürlich die Benachrichtigungsglocke bitte anklicken. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ganz viel Spaß beim Nähen. Tschüss.